Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder zum Farming Simulator mit den Imbaus und mit den Max. Hallo. Hallo. Müssen wir hier selber abladen eigentlich? Naja, du musst dich einfach hin und her bewegen, das fallen die schon automatisch. Wir müssen nur in die Mitte irgendwie, keine Ahnung. Oh, genau. Jetzt müssen wir die anderen beiden Bäumstämme holen natürlich hier. Ich habe mich natürlich vorher nicht als Admin angemeldet. Oh, dumm, dumm, dumm. Ich wollte drauf. Max, hast du? Weiß, ja. Gut. Ich auch. Wieder was. Ich schon. Mein, ich bin das allererste immer. Oh, jetzt spielt schon wieder mein. Wie viel Geld haben wir denn? 25.000. Was denn? Oh. Wo waren jetzt die Baumstellen? Hier sind noch. Genau, hier die darfst du jetzt aufladen, ich mach dann den Warum nächsten Baum fertig. Ja, ist klar. Hoch, bevor ich weiter, wo ich ausgestiegen bin. Na klar. Von den Profi ran. Brauchen wir den größeren Drescher, Alter, können wir viel schneller Geld verdienen. Weil mit den riesen Feldern hier. Mhm. Baumfeld! Nur für den Baum. Oh, lass ihn doch fallen, mir egal. Ist ihm genau egal. Wenn er fällt, dann fällt er. Echt mal. So. Gut, hier gibt noch wegen was raus, das passt. Der pflanzt wieder neu. Ideal. Also wenn, wenn du hier richtig großes Gerät hast, was du denkst, was du hier abbauen kannst, Alter. Dann kannst du ja richtig abernten. Ja, klar. Gerät. Wenn du hier großes Gerät hast. Großes Gerät. So, ich wette, jetzt ist davon auch gleich wieder Chaos wegen diesen, diesen Bäumen, die da stehen. Ja, da muss man schieben. Wieso kommt sich voran? Also. Na komm, Hilfe. Ich schaff's doch wieder nicht rum. Machen wir deine Stützen. Ja, geht schon. Okay. Hui. Oh! Oh, oh, oh. Mann. Ja. Aufgebockt war hier gerade der. Oh, Gott sei Dank war das keine feste Textur. Dann wäre ich geflogen. Oh ja. Was Guck mal. Guck mal. Ich baue ein Haus. Eine Stamm steht schon mal für unser Haus. Max baut ein Haus. Ich weiß aber auch nicht, wie das treibt ihr doch nicht wieder. Ich baue ein Haus. Max baut ein Haus direkt an den Schienen. Okay. Ich in den Schienen. Ich nehme den Zugwind mit. Und den Zug kriegen wir auch mit. Und so, nächster Baum ist entastet. Den darfst du dann gleich aufladen. Wenn du da jetzt... Irgendwie hänge ich immer zu fest. Oh. Soll ich mal den Zug losschicken? Ich weiß nicht, ob er mich wegrammt. Ich weiß es nicht, ob es eine feste Textur ist. Würde ich nicht hoffen. Wollen wir mal ausprobieren? Wenn ich jetzt nicht wegfahre wegen dem. Ich probiere das jetzt. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Mein Leben war eigentlich gut, ne? Bis dann Stefan kam und ich den Zug losgeschickt hat. Nehmen da den hintersten, wo die Bäume drauf sind. Wo ist denn das Teil dafür? Kannst du einen losschicken? Ah, nee, man kann beide losschicken. Chris, wir werden gleich sterben. Er schickt den Zug los. Tschüss, Zug! Oh oh. Oh oh. Ich hoffe, das ist keine feste Textur. Alter. Ich glaube, ich habe einen Baumstamm verloren. Ja. Es ist eine feste Textur.
Chris? Ja. Hä? Ach, du bist auch ein Schild. Den hab ich gar nicht gesehen. Ich kann beide losschicken, das ist irgendwie. Ich hab einen Baumstamm verloren. Nee, auch nicht schlecht. Alter! Mal 20.000 extra in den Kopf haben. Wir haben Geld bekommen. Wie, wir haben jetzt? 42.000. Ein Baumstamm liegt noch da vorne. Ja, nur mal wieder. Ich gehe wieder hoch. Dann fahr mich mal dahin. Da liegt immer noch ein Baum. Links. Das heißt ja quasi, wenn du den Kornzug auch wegschicken kannst, muss ich ja mein Korn sozusagen unten am Hafen, am Bahnhof wegbringen. Ja klar. Da müssten wir ja rein theoretisch mehr Geld unten kriegen. Ja, Max, ich würde mich beeilen, der Zug müsste gleich wiederkommen. Bloß keine Hektik. Nein. Max fühlt sich leicht unter Druck. Schnell, nein, Kamera. Du musst noch weiter runter. Wo? Ich fahr zu weit. Oh. Achtung, was? Zug! Wo ist der Zug? Ist der nicht? Der ist bei mir nicht, der ist bei mir nicht. Immer nur der eine. Was machst du? So. Oh, oh. Oh, das war knapp. Du weißt, der andere Zug kommt gleich auch noch. Unten, oder? Ja. Gleich, warte mal. Du musst einfach ordentlich wieder drehen, das Ding hier. Max, der Zug! Nein! Oh, oh. Ich kann nichts machen! So. Oh mein Gott! Wollen wir das Spielchen nochmal spielen, Max? Was machst du? Ja, schmeiß mich. Bin so heiß wie ein Vulkan. Max, du sollst Baumstämme aufsammeln. Meinst du? Sieht mir aber nicht danach aus. Ja. Gut nach. Ich kann Breakdance. Oh, das ist so geil auf der Aufnahme. Die Kamera, die ist irgendwie komisch gerade. Ich mach Breakdance, siehst du das nicht? Jetzt liegen wir ganz auf dem Kopf. Chris, steil, tapp mal hier runter. Hä? Ah, jetzt. Oh. Du machst doch wieder nicht. Dann Chris, kann ich den angeln? Nein, nee. Kannst du nicht. So, ich bin weiter produktiv da oben. Warte mal, Stefan, warte, Stefan. Hier ist ein Baumstamm, warte. Ja, warte, ich fahr mal kurz zurück, dass du den aufsammeln kannst. Nein, bleib doch da stehen. Fahr wieder geradeaus, hallo, ich komm da nicht dran. Ja, warte doch! Fahr geradeaus. Ja, okay, ich fahr geradeaus. Wer ist hinter dir? So unfähig, der Junge. Max, du bist voll der Profi da drin, muss man sagen. Oh,
Öffnung vor allen Dingen. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Naja. Oh, hi. Oh. Der Drescher ist voll. Ja, ich bin schon auf Weg. Hab's gleich. Ich glaube, dass das Feld 19 gedüngt ist, Alter. So schnell wieder mal voll ist. Ich werde meine Stütze mal ausfahren. Solltest du tun. Irgendwas läuft bei mir heute so wegen unrund. Ui, oh. Jetzt einfach dreht sich das Teil so schnell. Gute Frage. Weg damit. Willst du das mal nicht den anderen noch sammeln? Leute, warum, seit wann habe ich Licht? Das ist mein Licht. Außerdem kannst du mit dem Kran auch Licht anmachen. Ja, warum sehe ich dein Licht denn? Ja, weil ich gerade Rücklicht an hatte. Das ist aber das Kranlicht, deswegen sehe ich das. Ja, Kranlicht und Arbeitslicht. Komm, Kugel an. Hallo? Oh. Weißt du, was ein Pfeiler ist? Mach die Stützen auf. Seit wann ist das eine feste Textur? Vorhin war das noch keine feste Textur. Sicher. Hallo, wieso kommt der nicht an? Komm, Stöckchen. Oder geht das noch andersrum? Komm, cool. Stöckchen, weg ins Spiel. Ich will jetzt gerade verarschen, oder was? Ja. Ja, wieso kann ich die zwei Hänger nicht aneinander hängen? So, Stefan, los geht's. Ja, Stützen anfahren, los. Das wird schon halten. Ach, vorsichtig. So. Wird schon halten. Ja, kann ich die zwei Hänger nicht aneinander hängen? Wenn die eine drehbare Achse haben, dann ja. Oh. Welchen? Oh, das rutscht! Oh. Ich meine nicht. Weil du kannst, glaube ich, nur Anhänger anhängen, die eine selbstlängende Achse haben. Ja, ich wollte es hin. Ne, verstehe ich nicht. Geht's vielleicht so rum? Ich bin schneller als der Zug! Du bist schon schneller als der Zug. Oh, verdammt. Da ist Pfeiler am Weg. So. Jetzt versuch ich mal den Straßensperre hier. Ach, leg mich doch im Arsch, Mann. Oh. Mitfahren. Ja, komm, Sattel auf. Warte. Also, vom Rückwärts fahren habe ich heute nicht, alter Schwede. Scheiße, ob ich tanke den jetzt so ab. Ja, ganz erst warum hier, ne? Ja. Nein, der ist eigentlich gesägt worden. Sieht aber nicht so aus. Ist ja eigentlich. Oh, 4000 hat es noch mal gebracht. Hebt mal an. Doch ist. Man hätte es auch ganz lassen können. Hätten wir ziehen können. Ja, genau. Oh. Was ist denn runtertappen? Alter, verdammt. Oh. Passt. Klar. Passt schon so. Hat eigentlich irgendjemand die Zeit im Blick? Nö. Ja, hab die schon im Blick. Okay. Ich musste einmal gerade ganz kurz Rost haben, wegen meinem Action, dass ich die Zeit im Auge habe. Aber oh. Ich hab sie im Blick. Passt? Dann passt's ja. Genau. Wie lange haben wir jetzt? Passt beides, ne? Wir haben jetzt insgesamt 13 Minuten. Ah, okay. Ja, ich wollte
Ich wollte es mal überlegen, weil mir das schon so lange vorkommt. Ja, wir machen auch ein bisschen Quatsch hier unten. Stimmt doch gar nicht, wir sind voll produktiv. Da kommt der Zug zurück. Ja. Warte mal. Oh. Wo kommt der Zug? Der fährt gerade an uns vorbei. Da kommt der zweite. Ja, du siehst ihn nicht, weil du wahrscheinlich gesehen hast, wo wir losgeschickt haben. Jedenfalls kommen gerade beide. Auf jeden Fall sind beide weg bei mir. Jetzt kommt, dauert jetzt es kommt der eine. Dann dauert es bei Qs. Mal gucken, ob der mich wegschiebt. Ne, du müsstest drüber hüpfen. Komisch, mich schiebt er nicht weg, aber wenn ich ein Auto hinstelle, schiebt er weg. Ja, ich glaube, es kann sein, dass die feste Textur bei uns schon war, bei dir nicht mehr. Weil der bei uns ja kam schon. Aha. Du stellst dir jetzt schon wegen komisch an, Alter. Mikado. Hat das von euch eigentlich einer schon mal gezockt, Mikado? Klar. Oh, ich habe Mikado schon mal gegessen, ja. Mikado gegessen? Ja, es gibt da dieses komische Schokoladezeug da, Mikado. Ja. Ach ja, diese Mikado-Stäbchen, die sind voll geil. So, Abfahrt. Nix, mehr offline hier. Da kann ich nicht tragen. Auf jeden Fall, wenn ich meinen Hänger voll hab, dann werde ich dann mal unten am Bahnhof kippen. Mach was, du das. Ja. Ja, irgendwie muss ich noch ein bisschen weiter raus. Ja, so ein bisschen. Mann, Kamera. Der nächst größere Drescher kostet 235.000, glaube ich. Ja, ich will gleich den Axialflow haben. Einer von den roten oder den einen der größere gelbe? Warte. Den war rote, der. 235.000 kostet der, glaube ich, oder? Ja. Ah. Ja, also einer von den roten. Genau, 235.000. Das ist der 7130, der hat glaube ich 10 Meter Breite. Der kostet glaube ich 20.000. Ja. Oder so. Ja, Stefan, irgendwie mehr kriege ich jetzt hier nicht drauf. Also 54.000 und... Also brauchen wir 290.000 nochmal. Ich, ja, warte, nicht losfahren, ich muss erstmal Sicherung machen. Kredit und so war ja schon komplett weg, ne? Ja, so. Max Profi auf Lader. Ja, die Ladungssicherung ist die beste. Oh. Ja. Husten, wir haben was verloren. Auf jeden Fall in der Zeit, wo ihr da unten rumkaspert, habe ich hier oben schon... What? Das ist keine feste Textur. Am zweiten Feld noch nicht abgeerntet und das andere Feld schon fast komplett gesät. Wir kaspern nicht um, wir sind produktiv. Vorsicht. Oha. Überleg mal, da kommt jetzt einer lang gelaufen. Oh. Ah, der hat verkauft. Warte mal rein. Ah. Warte doch noch kurz damit, Max. Mit was? Bringt eh alles gleich Geld. Ja, mit was? Ja, halt mit den Zuglosschecken. Baby, schneller! Ich bin also auf jeden Fall bei 92% voll. 82% voll. Mein Hänger. Mit Weizen. Sind 18.000 Weizen. Wo geht man das am besten ab? Würde da einsteigen. Ja, aber ich würde sagen, wir beenden jetzt mal die Folge und sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder, weil es ist schon wieder Zeit. Aha. Ist es schon? Ja, also schaut auf jeden Fall bei den anderen Kandidaten mal vorbei. Auf jeden Fall auch bei Max hier, ne? Oh. Der hier so genial mit dem Bäumchen umgehen kann. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.